direkt von Treffen keine Erwartungen, ja? Keine Hoffnung, dass hier sich Spaß bewegt. Die Lösungen müssen von unten gefordert werden und durchgesetzt werden. Wir brauchen eine ganz andere Politik, eine ganz andere Wirtschaft. Wir brauchen mehr Verantwortung mit den Menschenrechten und mit den Naturrechten. Im Grunde genommen geht es um die Zukunft der Menschheit. Und das wird nicht von diesen Mächtigen akzeptiert. Und in dem Sinne werden sie nicht reagieren. Leider. Ich würde den Herrn Schäuble raten, mehr von der Geschichte zu lernen. Die Auslandsverschuldungsproblematik in der sogenannten Dritten Welt und auch in Europa, in den Vereinigten Staaten, hat eine lange Geschichte. Die Lösungen, die wirklich geholfen haben, waren politische Lösungen, nicht Marktlösungen. Ja, wir sind hier in Baden-Baden beim Treffen der G20-Finanzminister. Dabei geht es um die Beratungen, wie man eine zukünftige Finanzkrise verhindern kann und auch eine mögliche Schuldenkrise in Ländern des Südens. Wir sind deswegen hier, weil wir sagen, es müssen stärkere Maßnahmen getroffen werden, um erstens Schuldenkrisen zu verhindern. Ein Regelwerk muss entwickelt werden, die die Menschenrechte in den Mittelpunkt stellen, nicht nur die Investorenrechte. Und wenn es zu einer Überschuldung kommt, muss es ein rechtliches Rahmenwerk geben, das zu einem Schuldenschnitt führen kann. Was die G20-Finanzminister heute entscheiden, das betrifft auch Menschen in hochverschuldeten Ländern. Wir haben daher 20 Menschen aus hochverschuldeten Ländern gefragt, wie die Situation in ihren Ländern aussieht und wie diese verändert werden können. Heute werden 20 Menschen auf der Fieser Brücke zusammenkommen, gekleidet in die Fahnen dieser Länder. Und sie werden symbolisieren, wie eine hohe Schuldenlast ihnen die Luft zum Atmen nimmt. Wir haben die G20-Finanzminister im Vorfeld gefragt, hierher zu kommen und einen symbolischen Schuldenschnitt durchzuführen. Mit diesem Schuldenschnitt würden sie uns zeigen, dass sie bereit sind, während des G20-Finanzministertreffens, aber auch darüber hinaus, sich dafür einzusetzen, dass es endlich ein faires Entschuldungsverfahren für Staaten gibt. Der Schuldenreport 2017 zeigt, dass aktuell 116 Länder weltweit mehrere oder alle Schuldenindikatoren im kritischen Bereich aufweisen. Von diesen 116 Ländern haben 48 keinen einzigen der Indikatoren zwischen 2011 und 2015 verbessern können. Wir haben einige traditionelle Ländergruppen, die besonders betroffen sind. Das sind etwa kleine Inselentwicklungsstaaten oder Transformationsstaaten Osteuropas und der ehemaligen Sowjetunion. Eine neue Gruppe, die mehr und mehr in den Fokus rückt und die wir auch genauer analysiert haben im Schuldenreport 2017, sind extraktivistische Staaten, also Staaten, die von dem Export eines oder sehr weniger Rohstoffe abhängig sind. The debt situation in the sub-Saharan Africa is increasing since 2009. The figures have grown very high. We are now from about 27% of GDP in 2009. We are close to 40% of GDP in 2014. We expect that the G20 should prioritize debt as one of its priorities in terms of two ways, because if they don't deal with debt, it is going to cause problems in the future. And if it causes problems in the future, it's going to affect the whole global economic and financial situation, and that will create problems. Gemeinsame Haus. Der Friede Christi sei mit